Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier in der Gartenplünderung im Kampf um den Axialpark auf Corellia. Und wir haben hier soweit die ganzen Reihen der Republik dezimiert, sind jetzt hier im letzten Außenposten, und ihr seht schon, die sind in einem Kraftfeld geschützt, aber das werden wir jetzt mal deaktivieren. Da seid ihr ja. Ich hatte schon Sorge, ich würde euch nicht rechtzeitig erreichen. Die Republik hat mir meine Geschichte nicht abgenommen. Sie haben mich beschuldigt, ein imperialer Spion zu sein. Also habe ich ihnen noch etwas gegeben. Ich habe euren Angriff auf den Gedenkgarten erwähnt. Das hat die Republik geschluckt. Sie nahmen mich auf und dann haben sie einen Stoßtrupp in eure Richtung geschickt. Ihr mieser Verräter. Ich hätte wissen müssen, dass Corellias ehrenwertes Ratsmitglied mich hintergehen würde. So ist es doch gar nicht. Ich musste es ihnen sagen, sonst hätte die Republik mir meine Geschichte nicht geglaubt. Ich gehe dann mal lieber. Ich bin sicher, ihr werdet es durchstehen. Natürlich stehen wir das durch. Genug herumgehangen. Ja, süß, der kleine Trupp, den sie hier geschickt haben. So, konfrontiere Meister Corin Tok. Mal sehen, wo ist er dann? Da hinten. Okay, die haben uns nochmal gesehen. Kein Problem. Geht ganz schnell. Tut auch gar nicht weh. So, Meister Jedi. Ihr seid also für die plötzlichen Siege des Imperiums verantwortlich. Ich bin überrascht, dass ihr den Mut habt, mir gegenüberzutreten. Ihr wisst, dass ich unbezwingbar bin. Blaster, Granaten, selbst Lichtschwerter, keine Wirkung. Ich verteidige die Republik seit Jahrzehnten ohne einen Kratzer. Ich werde sogar der Sith-Schlechter genannt. Nicht ganz mein Geschmack, aber recht passend. Gut, ich mag Herausforderungen. Ihr zeichnet da ein eindrucksvolles Bild, Jedi. Ich hoffe, die Realität kann sich daran messen. Ihr überschätzt euch. Wie Darth Malak, für dessen Verteidigung die Männer und Frauen hier gestorben sind. Dieser Garten ehrt Kämpfer des Jedi-Bürgerkriegs. Helden. Revan, Bastila Shan und meine Vorfahren. Ja, Leute, da haben wir wohl einen Verbindungsabbruch. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, da sind wir wieder. War ein kleiner Verbindungsabbruch, aber Minuten später kam man dann auch schon wieder rein ins Game. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ihr seid also für die plötzlichen Siege des Imperiums verantwortlich. Ich bin überrascht, dass ihr den Mut habt, mir gegenüberzutreten. Ihr wisst, dass ich unbezwingbar bin. Blaster, Granaten, selbst Lichtschwerter, keine Wirkung. Ich verteidige die Republik seit Jahrzehnten ohne einen Kratzer. Ich werde sogar der Sith-Schlechter genannt. Nicht ganz mein Geschmack, aber recht passend. Gut, ich mag Herausforderungen. Ihr zeichnet da ein eindrucksvolles Bild, Jedi. Ich hoffe, die Realität kann sich daran messen. Ihr überschätzt euch. Wie Darth Malak, für dessen Verteidigung die Männer und Frauen hier gestorben sind. Dieser Garten ehrt Kämpfer des Jedi-Bürgerkriegs. Helden. Revan. Bastila Shan und meine Vorfahren, Sabrak, die für die Rettung der Galaxis gekämpft haben. Ich folge ihrer großen Tradition. Wenn ich euch niedergestreckt habe, hat das Imperium seine einzige Hoffnung verloren, Corellia einzunehmen. Die Antwort heißt Blutvergießen. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Corellia! Da hinten der Naht!
Dafür, dass er keinen Schaden nimmt, nimmt aber ganz schön viel Schaden. So, Meister Cohen Tok, das war's mit dir. Komisch. Ich hatte fast vergessen, wie Schmerz sich anfühlt. Ich bin doch sicher heute eine ausreichende Trophäe für euch. Die Verwundeten hier sind kaum am Leben. Geht einfach. Lasst sie in Frieden. Nein. Sie haben ihr Schicksal in dem Moment gewählt, in dem sie sich Corellias Widerstand angeschlossen haben. Alarmstufe Rot. Vitalzeichen aller Patienten kritisch. 73% der Patienten verstorben. 86%. Alle Patienten verstorben. Monster. Tja. Sieh uns an. So, sprich mit General Hesker. Das war's hier an der Stelle. Die Jedis hier sind Geschichte im Axialpark und auch den Meister haben wir bezwungen, der die Befehle für die Rebellen gegeben hat. Und wir erhoffen uns dadurch, dass die Rebellen eben ihren Kampfesmut verlieren und sich dem Imperium beugen und dass wir so den Kampf hier um Corellia gewinnen. Zumindest in dem Bereich um den Axialpark. So, lass uns einmal schauen. Wo müssen wir hin? Okay, auf jeden Fall zurück zum imperialen Posten. Dort können wir dann die ganzen Quests mal abgeben, die wir jetzt hier bestritten haben. Ja, damit haben wir das abgeschlossen. Ich habe sie vernichtet. Ach, der hat uns sogar noch überwachen lassen von seinem Kollegen hier, ob wir das auch wirklich schaffen. Lieutenant Ogden hat noch eine Mission für uns. Mein Sith Lord, bitte, habt ihr einen Moment für mich? Ich bin Ogden von der Waffenbergung, der Einheit von Lord Carvus. Naja, der ehemaligen jedenfalls. Lord Carvus ist tot, so wie alle. Wir haben gerade eine Ladung fortschrittlicher Waffen aus einem abgestürzten Waffentransporter geborgen, als wir überfallen wurden. Anscheinend will die Republik auch diese Bomben. Erklärt euer Scheitern. Bergungsteams sollten doch eigentlich Eliteeinheiten sein. Wir wurden überfallen. Die Republik weiß, wie wichtig diese Waffen sind. Die Bomben gehören zu einer neuen Generation von starken Brandstoffwaffen. Verbesserter Explosionsradius. Besser als alles, was die Republik auf Corellia besitzt. In republikanischen Händen würden sie massive Schäden bei unseren Bodeneinheiten anrichten. Und wir haben auf die harte Tour lernen müssen, dass sie bereits Einheiten in dem Gebiet haben. Ich bin vor Ihnen da. Ich kann diese Bomben vor den republikanischen Einheiten bergen. Überlass das mir. Seid vorsichtig. Sie haben Scharfschützen und Aufklärer im Gebiet. Sie warten wahrscheinlich, bis eigene Bergungsteams die Bomben holen. Ihr müsst sie zuerst ausschalten. Ich gebe meinem Bataillonskommandanten Bescheid, dass ihr ausrückt. So, mal kurz gucken. Hier oben ist auch nochmal eine Quest. Okay, hier drin. Und dort sollen wir dann nochmal hin die imperialen Bomben sichern. Ja, wir sind ja noch lange nicht fertig, Leute. Da kommen noch ein paar Quests auf uns zu. Ihr seht schon,
Da sind noch mal ein paar neue Aufträge für uns. Von Tat. Jetzt bin ich neugierig. Gibt es schon einen Plan dafür? Okay, der Plan ist wirklich gar nicht so übel. Das ist wohl richtig. So, und General Dane hat auch noch einen Auftrag. Was ist los, General? Ah, mein Sith Lord. Seht die Kindlein gehen zum Schlachter. Die Schilde, die den Axialpark schützen, sind praktisch undurchdringbar. Aber diese republikanischen Idioten versuchen es trotzdem weiter. Und meine Leute nehmen sie weiter auseinander. General, wir nehmen schweren Schaden von republikanischen Pionierdroiden. Und nicht an den Schilden. Sir, sie greifen die Schildgeneratoren an. Einzelheiten sofort. Wie ist euer Status, Soldat? Sie haben uns schnell und schwer getroffen. Als uns klar wurde, dass sie auf unsere Generatoren zielten, war unsere Verteidigung schon vernichtet. Verflucht. Ich hätte wissen sollen, dass das zu gut war, um lange anzudauern. Ich habe nur noch ein Dutzend Soldaten und die Generatoren nehmen schweren Schaden. Sir, wenn sie ausfallen, versagt der ganze Schild. Und die Republik rückt ungehindert durch den Axialpark vor. Wir müssen diese Generatoren schützen. Ich werde euer Chaos beseitigen. Die Schilde werden nicht fallen. Aber ich werde euer Versagen, diese Situation alleine zu meistern, nicht vergessen, General. Ich verstehe, mein Sith Lord. Da sind sie wieder! Soldat, feuert auf die! Ja, gut, Leute. Die Republik scheint einen Gegenangriff zu planen. Oder ist schon in vollem Gange. Da müssen wir dann nochmal einschreiten, dass wir hier den Kampf um den Axialpark auch gewinnen. Aber vorher gehen wir hier die Quest noch ab und schauen auch bei General Heske nochmal vorbei. Ich habe den Bau der Selonianer ausgeräumt. Ich wusste, bei euch bin ich an der richtigen Adresse. Nun, da die Selonianer erfahren haben, was mit wilden Tieren passiert, fangen sie vielleicht an, sich wie die zivilisierten Kreaturen zu verhalten, die sie zu sein behaupten. Die Juggalos sind tot. Es gibt keinen Grund mehr zur Sorge. Gut, gut. Dann kann unser Vorstoß weitergehen. Und eine der seltensten wilden Spezies von Corellia ist tot. Verzeiht, wenn ich das nicht feiere. Beachtet ihn nicht. Er ist nur ein schlechter Verlierer. Was mich betrifft, habt ihr das großartig gemacht. Ich erwarte Credits. Mein Erfolg soll sich herumsprechen. Selbstverständlich. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Sehr schön. So, auf zu General Heske und dann sind wir hier im Außenposten erstmal wieder fertig. Ich habe den unantastbaren Jedi getötet. Der Axialpark gehört dem Imperium. Ein absurdes Gerücht über einen unbesiegbaren Jedi weniger. Eure Kräfte werden nur noch vom Rat der Sith übertroffen. Es war mir eine Ehre, mein Sith Lord. Ihr bewundert mich zu Recht. Es gibt keine Herausforderung, die ich nicht meistern kann. Deshalb benötigt das Imperium weiterhin eure Dienste. Darth Decimus überwacht unseren letzten Kampf auf Corellia persönlich. Er würde gern mit euch von Angesicht zu Angesicht sprechen. Eine große Ehre. Ihr findet ihn auf dem Kapitolplatz, dem Herzen von Corellias Machtstruktur. Unterstützt den dunklen Lord und übernehmt diesen Planeten für das Imperium. In Ordnung. So, erstmal wieder raus hier und uns den nächsten Missionen widmen. Auftragsbuch ist wieder voll. Alle reißen sich hier um unsere Kräfte und unsere Fähigkeiten. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wir können eigentlich hier schon im Bereich direkt bleiben. Denn hier sollen wir einmal die republikanischen Landefeuer an uns nehmen und republikanische Truppen töten. Ja, nichts leichter als das.
Könnt ihr nochmal nach Post gucken. Tunnelsäuberung von Major Tredic. Meine Männer arbeiten sich soeben durch das selonianische Tunnelnetzwerk. Ich habe die Erlaubnis gegeben, die Tunnel zum Einsturz zu bringen, wo Flammenwerfer unwirksam sind. Für jeden Schritt, den sie zurückweichen, nehmen wir sie Blutzoll. Aber seid versichert, wir werden nicht aufhören, bis keine einzige selonianische Bestie mehr übrig ist. Ein paar Credits als Dankeschön für uns. Sehr schön. So, republikanische Landefeuer. Müssen wir mal gucken. Ah ja, die liegen hier so rum. Ich würde trotzdem hier die Gruppe mal angreifen, um zu sehen, ob es hier eine Bonusmission gibt. Nö. Bleibt uns verwehrt. Gibt keine. Ja, umso einfacher für uns. Brauchen wir tatsächlich nur die Landefeuer hier plündern. So, und die sollen wir auch noch platzieren. Wo platzieren wir sie denn? Quasi neben unserer imperialen Basis. So, hier haben wir sogar drei Druiden. Das passt ganz gut. Dann haben wir die nämlich schon mal fertig. Und ich glaube, ja, mit dem einen republikanischen Soldaten hier haben wir es dann. So, und ein Pionierdruiden tatsächlich noch. Dann zählte wohl der eine hier nicht. Nehmen wir die Gruppe hier oben. Okay, weil das ein Attackierdruide ist. Und kein Pionierdruide. So, sprich mit General Dane. So schnell kann es gehen. So, hier oben sollen wir noch die Bomben bergen. Und dann müssten wir eigentlich soweit fertig sein hier in dem Bereich. Ja, bis auf halt die Landefeuer hier nochmal platzieren. Für die Quest, sie kamen vom Himmel. So, schauen wir mal, ob wir die auf dem Boden finden oder ob wir die plündern müssen. Okay, die finden wir hier. Wir gucken aber trotzdem wieder, ob es eine Bonusmission gibt. So viel Zeit muss sein.
Nö, tatsächlich nicht. Das ist wirklich unüblich. Also normalerweise hat man fast bei jeder Quest irgendwie eine Bonusmission. Aber hier auf Corellia fällt es schon sehr auf, dass man hier kaum was hat. So Leute, und wir sollen zurückkehren. Dann können wir uns aufmachen zum imperialen Außenposten und platzieren dann hier nochmal das Landefeuer. Und dann sind wir soweit durch hier im Axialpark und haben dann, ja, den Krieg zumindest hier für uns entschieden. Für das Imperium. So, hier müssen wir hoch und da oben vermutlich dann das Landefeuer irgendwo platzieren. Okay, ist sogar gesichert von imperialen Truppen. Kehre zu, trab zurück. Da kommen jetzt republikanische Soldaten noch, aber die wurden direkt eliminiert von unseren Truppen. Quasi ein Hinterhalt. Gut Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.